Andreas, wir sind jetzt so ziemlich am Ende unserer Dreharbeiten, jetzt fast 3 Wochen gedauert haben, angekommen. Und jetzt hast du mir Videos gezeigt, die ihr vor 2,5 Jahren, im Oktober 2009, aufgenommen habt. Und ich war völlig überrascht zu sehen, wie es damals hier ausgesehen hat und wie es jetzt hier aussieht. Und jetzt machen wir einfach mal ein paar Einstellungen und machen dann Vergleiche zwischen diesen Videos. Und ja, jetzt können wir quasi hier loslegen und du hast schon etwas, was du uns zeigen kannst. Genau, wir sind also jetzt im April 2012, 2,5 Jahre später. Und wir stehen jetzt an der Stelle, wo unter dem anderen Video bei meinem linken Arm dieser kleine Baum stand, ungefähr 1,50 Meter groß. Und jetzt zeige ich dir mal, wie mittlerweile der Baum aussieht. Das ist also der brasilianische Nussbaum, ist 10 Meter groß und bedeckt auch schon eine ganz schön große Fläche mittlerweile. Mhm, also das heißt, aus diesem 1,50 Meter kleinen Bäumchen ist in 2,5 Jahren mit euren Methoden ein 10 Meter Baum gewachsen. Genau, wir haben erstmal, das sieht man auf den alten Videos, die Gründüngung angepflanzt. Damals waren das hier Saubohnen und die Riesenerbse. Und wir konnten den Boden dadurch so gut verbessern, dass bis heute noch der Boden gedüngt ist, dass alle Bäume wunderbar wachsen. Mittlerweile findet man keine Saubohnen mehr und auch keine oder kaum noch Riesenerbsen. Ja. Und die Gründüngung ist umgestellt auf Kamerungras. Das zeigen wir dann gleich nochmal. Und es hat sich schon sehr verändert. Wir haben einige Bäume, wie gesagt, wie diesen, 10 Meter hoch. Das kleinere, was ihr hier seht, haben wir erst vor einem halben Jahr gepflanzt. Aber die Bäume, die wir vor 3 Jahren gepflanzt hatten, die sind mittlerweile alle so um die 8 bis 10 Meter groß. Super. Und gleich sehen wir auch mal einen Vergleich im Video, wie es damals der Boden ausgesehen hat und wie er heute aussieht. Genau. Wunderbar.